Hallo YouTube, willkommen zurück. Wir haben Dawn's Talk, den 23.11. Gestern haben wir auch schon aufgenommen. Du hast bestimmt die letzte Folge geguckt. Arthur macht sich hier schon startklar. Eins und zwei und eins und genau, und da sind diese Runen, die ich letztens meinte. Und da, das sieht richtig cool aus. Morgen kommst du als Screenshot. Ich will das schön machen. Oh, Haare. Ja, warte so. Sehr schön. Ja. Wir hatten für euch gestern. Wir haben Morlat hier in dem Dörfchen aufgehört und haben jetzt noch die Randbereiche offen und dann düsen wir auch direkt mal los. Und. Ach ja, falsches Pferd. Ich bin das so gewohnt, dass das Leggy Horse kacke ist und nicht richtig funktioniert, deswegen. Check ich das wahrscheinlich. Ach so, ja, wir nehmen ja das. Das funktioniert hier ja. Wollen wir hin, nach Norden oder nach Süden? Ich sehr gern in den Norden. In den Norden. Übrigens war der Papst nicht da. Es war nur der Bischof. Ich wurde heute nochmal darüber informiert, dass hast du das gestern mitgekriegt und so? Ich so, die Kerl, du hattest schon Feierabend. Ja, und der Ministerpräsident war auch hier. Ich so, boah, kann sein. Keine Ahnung. Doch. Ja, ich musste ja heute auch wieder die ganzen Tische und Stühle wegräumen und so. Ich so, aha. Schön. Das war ja nur der Bischof. Okay. Der ist bestimmt auch wichtig. Ja, keine Ahnung. Von der Kirche habe ich ja keinen Plan. Ich so, okay, ich auch nicht so. Oh, schön. Dacht mir schon, der Papst, das wär's ja. Hail, what business do you have in Tinglebell? Has the Lord sent you to check on our progress? Okay. Seid gegrüßt. Was führt euch nach Tingobel? Schickt euch der Fürst, um unsere Fortschritte zu begutachten? Ihr lasst Drapnir wissen, dass ihr im Auftrag von König Elessar gekommen seid, um den Bürgern von Tingobel eine Botschaft zu überbringen. Drapnir ruft die anderen Bewohner von Tingobel zusammen und fordert euch auf, zu sprechen. Ihr drückt den Menschen von Tingobel eure zutiefst empfundene Dankbarkeit aus und eure Worte scheinen sie zu berühren. Ihr macht besonders deutlich, dass die Entbehrung, die besonders Tingobel im Ringkrieg erdulden musste, in Gondor nicht vergessen sind und dass König Elessar und all jene trauert, die von den Orks um diejenigen trauert, die von den Orks des Weißen Gebirges erschlagen wurden. Die Menge murmelt zustimmen und löst sich auf, nachdem ihr eure Rede beendet habt. Ach, ich bin mir sicher, dass viele hier die Worte des Königs zu schätzen wissen. Ich habe vor dem Krieg in Tingobel hier gelebt, wisst ihr, und es tat mir im Herzen weh, was dort geschehen ist. Während ich mit Fürst Duin hier in der Verteidigung von Minas Tirith kämpfte, ich weiß aus eigener Erfahrung um die Schlachten, die wir geschlagen haben und um all die Opfer, die uns der Krieg abverlangt hat. Und ich weiß auch, welchen Anteil König Elessar an der Erringung dieses neuen Friedens für Gondor gehabt hat. Ich war dort, aber viele dieser Leute waren es nicht. Es ist wichtig, sie wissen zu lassen, dass Gondor sich ihrer erinnert und dass der König ihre Interessen vertritt. Hab Dank für euren Besuch im Namen des Königs. Es wartet noch viel Arbeit in Tingobel. Viel Arbeit, hat er gesagt. Nein. Viel Arbeit. Mhm. Der Papst ist im Wuppertal und hat eine Herrenboutique. Hä? Der Satz klingt irgendwie komisch. Okay. Der Papst ist zu Besuch. Das erinnert mich immer an Sisters Act. Naja, so aufgeregt waren die vielleicht gestern gar nicht. I'm told that Lord Dwinir has ordered some of his men to remain in Tinkerbell lest the orcs return. To that end, I've just finished crafting another batch of arrows, and it would be a great help if you could deliver them to the bowmen here in Tinkerbell. Tinkerbell. Das klingt eher wie Tinkerbell. Ich muss es erneut für eure Anstrengungen während des Krieges danken, als ihr versucht habt, Tingobel aus den Fängen der Orks zu befreien. Nachdem Fürst Duin hier und seine Männer zurückgekehrt waren, konnten sich die Orks kaum noch verteidigen und flohen in die Berge.
Ich habe gehört, dass Fürst Duin hier einige seiner Männer befohlen hat, in Tingobel zu bleiben, falls die Orks zurückkehren. Aus diesem Grund habe ich gerade einen weiteren Satz Pfeile fertiggestellt. Und ihr wärt mir eine große Hilfe, wenn ihr die zu den Bogenschützen hier in Tingobel bringen könntet. Ich glaube nicht, dass die Orks es wagen werden, hier zurückzukehren, jetzt wo Tingobel wieder aufgebaut wurde und so gut verteidigt ist. Aber naja, wenn sie es doch tun, dann sind wir wenigstens vorbereitet. Ich werde mein Zuhause nicht ein zweites Mal verlieren. Mahlzeit. Nehmt so viele aus dem Fass, wie ihr ertragen könnt, und bringt sie zu unserem Bogenschützen. Hui. Was? Noch eine? Oh nein, noch eine Aufgabe. Oh, might I ask one more thing of you? May I ask you? Okay. Könnte ich euch noch um einen weiteren Gefallen bitten? Mein Lehrling Rudon sollte eigentlich eine neue Lieferung Eisenerz zu meiner Schmiede bringen, aber er braucht länger dafür, als ich erwartet hätte. Wahrscheinlich hält er mal wieder einen Plausch mit den Bergleuten, aber es gibt heute viel zu tun und ich könnte zusätzlich Unterstützung gebrauchen. Würdet ihr zur Mine gehen und gucken? Na klar. Aber das, nur gucken. Ja. Okay, ist keiner da. Das ist von Loriot, dass der Papst im Wuppertal ist. Okay. Ich hoffe, wir werden die weiteren übrigen Pfeile nicht brauchen. Na, mal gucken. Alle nächste. So. Das vom aus Wuppertal kommt doch von Loriot. Okay. Sehe ich schon wieder Bildungslücke. Weil das jetzt ja auch noch zwei schreiben. Weil also ich wieder. Ich so, hä? Verstehe ich nicht. Und dann Loriot, Mann! Ach so. Ja. Hättest du das gewusst, Arturo? Mhm. Nee. Doch. Nein! Doch. Du verarschst mich. Natürlich kenne ich Loriot. Aber du kennst die Szene nicht. Kein Kommentar. Wieso kenne ich das wieder nicht? Ich kenne ja wieder gar nichts. Das war nur eine Erklärung, kein Vorwurf. Nee, ich finde es immer cool, dass... Do not tell him about this. I will sort this out. I swear it. Ich finde es immer cool, dass ich dann so dastehe, so, hä? Kenne ich nicht. Guck mal, wie cool hier das Leder. Nice. Sieht voll schick aus. Oh nein. Wie habe ich das denn hingekriegt? Rudon steht neben einem umgekippten Wagen. Auf dem Boden liegt Eisenerz verstreut. Ja, Lehrling, ne? Erstes Jahr? Halbes Jahr? Bist du ganz neu? Und nun hat auch noch jemand, hat er noch geschickt, der nach mir sehen soll? Meister Boradan wird mich einen Kopf kürzer machen. Ich sollte für ihn eine Lieferung unverarbeitetes Eisenerz zur Schmiede zu bringen. Wenn ich diesen Wagen nicht wieder aufrichte, würde das den Bergleuten mächtigen Ärger bereiten. Würdet ihr mir helfen, dieses Erz zu Meister Boradan zu bringen? Ich sollte eigentlich auch das lose Erz zusammentragen, das im Dorf verteilt wurde, als Tingobel von den Orks eingenommen wurde. Aber dazu bleibt jetzt wohl gar keine Zeit mehr. Oh, bitte, ich flehe euch an. Erzählt ihm nichts davon. Ich werde das wieder gut machen. Versprochen. Ja, so viel Gold hast du gar nicht, um das wieder gut zu machen, ey. 1000 hätte ich gern. Nee, 5000. Was kosten die neuen Steine? Ja, 5000 für wie viel waren es? 100 Stück? 20 Stück? Keine Ahnung. Das waren nur 20 oder 30 Stück. Irgend sowas, ja. Ich weiß so, dass du nichts weißt. Dankeschön, Red Kali. Ich kenne meinen Namen. Ich kenne, weißt du, das muss doch... Was? Ich heiße Erwin Lindemann? Was ist das? Ist der Loriot-Sketch. Ah, so. Okay. Ich bin Rentner, 66 Jahre alt. Mit meinem Lottogewinn, Moment. Von 500.000 Mark... mache ich erstmal eine Reise nach Island. Dann fahre ich mit meiner Tochter nach Rom und besuche eine Papstaudienz. Und im Herbst eröffne ich dann im Wuppertal eine Herrenboutique. Achso. Im Herbst. Genau, machen wir. Oh, kann man sich mit Geld eine Audienz beim Papst erkaufen? Das wäre schon ein bisschen mies, oder?
Wenn das mit, weißt du, nicht mit Status, sondern mit Geld geht, wäre das schon irgendwie ein bisschen... Geld geht alles. Und das bringt er so durcheinander, dass er am Schluss sagt... Okay, warte, jetzt kommt's. Ja. Okay, okay. Hab ich jetzt alles? Ja. Noch was? Kommt noch was, alles gut. Also. As much as I appreciate your assistance, I do not recall taking you on as my apprentice. Was ist das denn? Ihr stellt das Erz neben Boradans Schmiede ab und er nickt zum Dank. Ich bin euch für eure Hilfe zwar sehr dankbar, doch kann ich mich nicht daran erinnern, euch als Lehrling eingestellt zu haben. Was hat Rudon nun wieder angestellt? Ihr erklärt, dass er vor der Mine oben versehentlich einen Wagen umgekippt hat. Ach, wir sollten dem doch nichts sagen. Ich bin voll der Verräter. Boradan seufzt, doch bemerkt ihr ein leichtes Lächeln auf seinen Lippen. Als ich noch Lehrling war, ist mir genau dasselbe passiert. Und das wurde mir noch jahrelang vorgehalten. Es wird etwas Zeit und vorsichtigere Hände brauchen, aber aus Rudon wird noch ein guter Schmied. Da er noch mit diesem Wagen beschäftigt ist, könnte ich eure Hilfe dabei gebrauchen, die letzte Kiste mit Barren zum Wagen am westlichen Ende des Dorfes zu bringen. Diese Kisten sind furchtbar schwer und ich habe bereits mehr als genug selbst dorthin gebracht. Was sagt ihr, meine Liebe? Ich als Frau? Ich hab's im Rücken, muss sagen. Ich wiege selber vielleicht 50 Kilo, weißt du? Kannst du mal die 100 Kilo Kiste da irgendwie... Ja, ist okay. Very good, my friend. Lancroft and its people were very kind to us when Tinkerbell... Ich habe immer noch viel Arbeit vor mir, aber ich bin froh, wieder hier in Tingobel zu sein. Lancroft und seine Bewohner waren sehr gütig zu uns, als Tingobel fiel, und ich werde das nie vergessen. Aber mein Platz ist hier, in meinem Zuhause und meiner Schmiede. Okay, warte, ich bringe noch das weg. Ah... Er öffnet mit dem Papst im Wuppertal eine Herrenboutique. Ja. Ich komme zur Einweihungsfeier. Es gibt bestimmt Kuchen. Das wäre cool. Da bin ich dabei. Herrenboutique. Oh Gott. Nobel, Nobel. So. Einmal zurückgebracht. Düsen mal hin. It is done then. Das ist also erledigt. Ach, sehr gut. Eine weitere von diesen Kisten hätte mein Rücken wohl nicht mehr ausgehalten. Ich bin schließlich nicht mehr der Jüngste. Rudon hingegen, naja, er kichert in sich hinein. Nun sagen wir einfach, dass es bis zum Gesellen ein langer und beschwerlicher Weg ist. Ich danke euch. Und bitte richtet König Elessar meinen Gruß aus. Immer doch. Juhu. Erst nach Landgrad gehen oder den ja. anderen Weg? Ups, ich wollte eigentlich abkürzen. Hat nicht funktioniert. Oh. Ist das so, geht es? Ja, ich. Nee. Ich übe noch. Ich muss mich erstmal hier reinfinden in dieses Pferd, das jetzt funktioniert. Ein Pferdeführerschein durchfallen. Gibt es Pferd sofort ab? Pferdeführerschein, genau. Hat das Ding eine Zulassung? Hä? Oh, das ist das Pferd von meinem Schwager. Mhm. So. Osben. Welch unerwartete Rückkehr. Was führt euch nach Lankrad? Ihr berichtet Osben, dass ihr den Bürgern von Lankrad eine Botschaft von König Elessar überbringen wollt. Osben lässt die anderen Bewohner von Lankrad zusammenkommen und sie scharren sich um euch, während ihr zu sprechen beginnt. Ihr drückt den Menschen von Lankrad eure tiefst empfundene Dankbarkeit aus und obwohl eure Worte einige von ihnen zu berühren scheinen, stößt eure Anwesenheit im Schwarzgrundtal bei anderen auf Ablehnung. Ihr entschuldigt euch im Namen König Elessars für die Entbehrung, die Lankrad während des Krieges überstehen musste, einschließlich der Unterbringung von Flüchtlingen aus Tingobel. Entschuldigung, ich wollte nicht mein Mikro hauen. Nachdem es von den Orks des Weißen Gebirges überrannt worden war. Als ihr Tingobel erwähnt, murren einige der Anwesenden lautstark. Nachdem ihr eure Rede beendet habt, verteilt sich die Menge.
Ich fürchte, Dankbarkeit allein spendet denen, die ihre Söhne im Krieg verloren haben, wenig Trost. Davon abgesehen, habt ihr ein anderes Thema völlig ignoriert. Die schlaflosen Toten. Als der König sie beschworen hatte, folgten sie ihm auch vorbei an Lankrat. Könnt ihr euch vorstellen, wie erschrocken unsere Kinder waren? Wie schwer die Angst auf den Herzen unserer Ältesten lastet? Nein. Von der Vertreibung der letzten Toten abgesehen gibt es hier wenig, das uns Sorgen bereitet, jetzt wo der Krieg vorbei ist. Wenn die Macht allein König Elessar vorbehalten ist, frage ich mich, warum er sie nicht zum Wohle seines Volkes eingesetzt hat. Vergebung hin oder her, die könnte diese toten Männer Gondor... Warte, wie könnten diese toten Männer Gondor noch von Nutzen sein? Ihre bloße Anwesenheit bringt uns in Gefahr. Also muss ich annehmen, dass König Elessar unseren Tod als akzeptablen Preis erachtet. Was? Er hält kurz inne. Vergibt mir. Bitte verzeiht meine Manieren. Doch ihr müsst verstehen, dass sich nicht alles zum Besten steht. Nur weil Gondor den Krieg gewonnen hat. Ihr seid immer in Lankrad willkommen, doch König Elessar hat einiges wieder gut zu machen. Okay, das muss echt übel gewesen sein, als die Toten hier lang marschiert sind. Sie scharen sich um uns? Oder scharren sie sich um uns? Randy set off for the hill of Erich. Ja. Da will ich jetzt auch nicht so richtig. Red Kallins, tut mir leid, da habe ich keine direkte Antwort für. Seid gegrüßt, ich glaube, bei eurem letzten Besuch im Tal haben wir nicht miteinander gesprochen, doch ich erkenne euer Gesicht. Ja, das würde ich auch sofort wieder erkennen hier. Was machst du hier? Läufst du wieder auf der Stelle? Ich stehe hier nur. Nein. Und dein Kopf. Stream lügt. Dein Kopf, wenn ich hier so gucke, dann hat der hier irgendwie, da fehlte was, egal. Da fehlt ein Stück Nack. Das war einfach weg. Adressur rein, ah ja, na üb mal. Ich bin Bertelend, ein einfacher gondorischer Handwerker. Und wer seid ihr? Ihr stellt euch vor und berichtet Bertelend, dass ihr eine der Abgesandten von König Elessar seid. Ach, ja, mir war nicht klar, dass ihr im Dienste des Königs steht. Dürfte ich euch um einen kleinen Gefallen bitten? Einige der Kinder Lankrads fordern sich gegenseitig zu allerlei Mutproben heraus. In der Regel ein harmloser Spaß. Allerdings habe ich Randis seit der... eines der älteren Mädchen vom Stein von Erich sprechen hören. Ihr kennt das Tal, also wisst ihr, was auf dem Hügel von Erich lauert. Eine solche Mutprobe könnte sie in Todesgefahr bringen. Randis ist mit zwei Jungs namens Tendor und Glamion losgezogen. Würdet ihr sie suchen gehen? Sagt ihnen, sie sollen nach Hause kommen, bevor es zu spät ist. Glamion... Warum heißen die Menschen hier richtig und heißt nicht Lutz und sonst wie? Der heißt Gurion und Arodis, ja? Ich nehme mal das Kopfgeld an. Ah, hier gibt's ein... Dogfroh und Hultak. Durch den Aushang wird ein Kopfgeld auf zwei alte Wölfe ausgesetzt, die das Schwarzgrundtal streifen. Laut Beschreibung sind sie brutale und blutrünstige Leitwölfe, von denen viele der aggressivsten und schändlichsten Wölfe im Westen Gondors abstammen. Wer Jagd auf Dogvor und Hultak machen will, der soll sich im Schwarzgrundtal den Kadaver eines Rehs beschaffen. Die Wölfe sind nämlich äußerst scheu und kommen nur hervor, wenn frisch erlegte Beute zu fressen ist. Okay, klingt ja easy. Du hast Schrin vorgelesen und ich musste lachen, weil ich ein Bild vor mir hatte, wie eine Meute um euch herum steht mit den Füßen scharrt. Haben sie bestimmt auch. Pff, wie so ein Stier. Weißt du, so. Ja. Da sind jetzt lauter Mulden. So, einen hier. Oh, ein Bild. Ach, der ist schon tot. Wie auch gezählt? Ja. Wir können erstmal da oben hin, weil die ist da unten im Süden, die das Kopfgeld. Gehen wir erstmal da rauf. Waren das Scharas Leute von Anfang an? Ja, Scharens Leute waren das. Scharas, ne?
War das nicht der Ork, der nach außen schielte? Ich habe nicht mal einen Screenshot gemacht, das sah so doof aus. Ich konnte den nicht ernten. Also diese Figur konnte ich beim besten Willen nicht ernten. Der hat dann wirklich so wie so ein Chamäleon nach links und rechts geguckt. So. Jetzt rennst du bei mir auf der Stelle, obwohl du stehst. Nein, guck mal. Nee. Nein, alles ist, mir geht's gut. Randis, würde ich auch behaupten. Wollte nicht hören. Ich will keine Mutprobe mehr machen. Ich will nach Hause. Ihr tröstet Tendor und ermutigt ihn, mit Glamion nach Lankrad zurückzukehren. Er hat eindeutig Angst. Gar nicht. Die Haltung strahlt auf jeden Fall Zuversicht aus. Randis hat gesagt, sie würde erst zurückkommen, wenn sie den Stein berührt hat. Aber das ist schon so lange her. Warte mal. Irgendwie so. Ich wollte Randis begleiten, aber Tendor hat Angst bekommen, also wollte ich ihn nicht alleine lassen. Glamion scheint sichtlich nervös. Randis hat gesagt, sie würde erst zurückkommen, wenn sie den Stein berührt hat, aber das ist schon so lange her. Ihr fordert Glamion auf, Tendor zurück nach Lankrad zu bringen, während ihr nach Randis sucht. Wenn ihr das wünscht... Ah... Die Schisshose nach Hause. Mal ganz kurz gleich an meiner Brille putzen. Guten Tag. Randis steht vor dem Stein von Erich und wirkt etwas unsicher. Moment. Du musst erst mal lesen, weil gleich werden wir angegriffen. Ich drück mal nicht auf heute. Okay, Moment. Kann nicht so viel Text sein, oder? Aber ich war so nah dran. Ich habe nur innegehalten, weil ich diese Stimmen gehört habe. Hört ihr sie auch? Warum ist denn das so kalt hier? Ihr lasst Randis wissen, dass ihr gekommen seid, um sie nach Lankrad zurückzubringen. Ich kann auch nicht fort. Ich muss... Oh nein, ich habe sie für Schauermärchen gehalten. Okay, das... Aber dass ich ein bisschen ängstlicher vertonen. Oh nein! Huhu, Pferdchen. Mich auf den Heimweg machen. Erzählt bitte Tendor und Glamion nichts. In Ordnung? Oh, aber zuerst muss ich etwas erledigen. Ha, seht ihr? Ich habe doch gesagt, dass ich ihn berühre. Stein berührt. Dieser, ey. Unfassbar. Ha, habt ihr es gesehen? Hab doch gesagt, da passiert nichts. Oh mein Gott, ey. Hat eine Göre. Okay. Was? Was? Autsch. Ja? Wenn du so schnelle Speed hast und dann springen magst, dann jo, das ist bestimmt 100 Meter geflogen. Fliegende Zwerge auf Pferden. Ja, du hast du jetzt ein... Ach so, halt, wir müssen ja auf die andere Seite. Ich vergesse das immer wieder. Achso, du reitest wieder zurück. Ich bin hier unten und will den Wolf umhauen. Ja, wir müssen ja auch noch zu... Wir müssen ja überall noch hin, ja. Müssen wir nicht eh noch auf die andere Seite? Müssen wir auch, ja, warte. Kacke. Jetzt kommt da noch eine Quest, dass man 12 Wölfe umhauen muss. Schön. Moment, ich eile. Da bin ich schon. Huch. Wölfe am Hals. Oh. Bin eventuell Infight, das sieht man nur nicht. Weil ich da... Ach, ein Piepmatz. Doch, jetzt sieht man's. Diddli! Ja, ich lese schon. Im Südosten des Hügels von Erich habt ihr den Wolfsbau von Erin Asgard entdeckt. Ob sich diese Wölfe aus Lamedon oder aus einem Versteck in den Hügeln eingeschlichen haben...
ihre Anwesenheit im Tal stellt. Oh. Komm, der denn jetzt her? Stellt für das Dorf und für alle, die über die Straße durchqueren wollen, in jedem Fall eine Bedrohung dar. Ihr solltet die Wölfe bezwingen und den Menschen von Langrad helfen, den Weg durch Tarlangs Hals wieder sicherer zu machen. Toll, da machen zwei Level 150er Jäger BDD. Da findest du auch keinen Wolf. Nee. Siehst du, hätte ich mal diese Dings-Schrift nicht vorhin benutzt. Aber die steigen gerade auf dem Pferdchen auf. Der eine und der Schurke steht immer noch da. Ach, der muss ja ran. Alles gut. Ein guter Ort für einen Köder. Mach mal das mal schnell, die Quest. Da liegt ja schon ein Reh. Was macht denn der jetzt da? Will er uns den Mob klauen oder was? Sieht so aus. Leicht nicht. Und auch mal mit draufhauen. Er wird nicht gefreut. Was für ein schweres Kopfgeld. Egal, nehmen wir mit. Ich guck mal die ganze Zeit auf die Minimap, ob ich irgendwelche Pünktchen sehe. Hm. Ah, toll. Da ist eine. Doch, den kriegst du. Nee, da war dieser Schurke schon schneller. Ja, ich habe ja den Bogenschützen da, der kann Gott sei Dank auf Entfernung gut kämpfen. Muss es ja nur einmal anschießen, dann zählt es ja für uns. Da ist einer, ich hoffe, du bist nicht zu weit weg. Nö, es passt, alles gut. Hau um. Was ist denn der jetzt hin? Ist denn der über den Stein, Innenstein? Wo ist denn der jetzt? Da oben. Oh, dir. Ja, weil er ist hinter den Stein, dann ist er auf dem Stein und dann stand er auf einmal da. Nee. Ah, hier. Ich hab welche. Zwei. Drei. Alle angeschossen, okay. Müssten alle zählen. Die sammeln sich bei bei Jones. Haha. Nice. Juhu. Ihr habt zahlreiche Wölfe bezwungen und den Weg durch Talangs Hals wieder sicher gemacht. Durch eure Anstrengungen habt ihr die Ängste der guten Menschen von Langrad gemildert. Oh. Sie werden nun ruhiger schlafen. Oh. Wir Helden, ey. Wir sind so Helden. Held vom Erdbeerfeld, ja? Ja, genau. Richtig. Der Held vom Erdbeerfeld. Kriegt man jetzt epischen Loot oder kriegt man keine Kartoffel? Ja, es gibt ein paar Zeichen, von denen man gleich ans Cap kommt. Also sehr schnell vor allen Dingen, ne? Das geht sehr schnell, ja. Hero of the Strawberry Field, ja. I had a feeling you might be the one to fulfill that bounty, my friend. Blackroot Vale has no shortage of hunters, but there is far easier prey than wolves. And prey that is of greater use to our people and to our stomachs. Seid gegrüßt, meine Liebe. Was kann ich für euch tun? Gurion bemerkt die Pelze und bietet euch schnell an, sie euch abzunehmen. Oh, ich hatte schon so eine Ahnung, dass ihr euch dieses Kopfgeld sichern würdet. Im Schwarzgrundtal gibt es jede Menge Jäger, doch es gibt leichtere Beute als Wölfe und Beute, mit der die Leute und ihre Mägen mehr anfangen können. Dennoch, ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Wir werden ruhiger schlafen, da Doc War und Hultak nicht mehr außerhalb des Scheins unserer Laternen herumschleichen. Ich danke euch. Belohnungsleiste. Oh, auch wieder was. Doing. Oh, muss auch mal machen. We still tell tales of the Shadow Men because there is truth to them. Too often, 600 Schriften, nochmal 200, 800. I am just grateful that you were there to protect her.
Ihr wart nicht lange fort, da sind Tendor und Glamion zurückgekehrt und eben kam auch Randis wieder ins Dorf gelaufen. Sie hatte ein breites Grinsen im Gesicht. Ich hoffe, ihr hattet nicht zu viele Scherereien mit ihnen. Ihr berichtet Bertalend, dass die zügellosen Schatten beim Stein von Erich aufgetaucht sind. Oh, ich verstehe. Das hatte ich befürchtet. Wir erzählen noch immer Geschichten von den Schattenmännern. Schließlich sind sie wahr. Doch allzu oft halten die Kinder sie für nichts weiter als Schauermärchen. Ich bin nur froh, dass ihr zugegen wart, um sie zu beschützen. Ich hoffe, Randis lässt sich das eine Lehre sein. Nun, da sie in Sicherheit ist. Schließlich schauen die Kinder zu ihr auf. GZ. Wuhu! Ja, die hat jetzt Respekt davor. Warte, da kommt auch Ton, ne? Wenn wir da jetzt hingehen, oder?